Ja, Leute, willkommen zum nächsten Teil. Mir ist aufgefallen, ich habe 222 Rubine, dreimal die zwei. Ja, wir müssen zum Bürgermeister, der hat sein Buch über Masken ausgeliehen und will es nicht zurückgeben. Also, oder nee, nicht will, sondern hat es vergessen. Naja, Hust, Hust. Ja, ich bin Hacker, der Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken, das soll ich ausgeliehen haben? Kann sein, dass ich es ausgeliehen habe, aber vielleicht auch nicht. Ja, was denn? Hallo? Ich lebe hier umgeben von meinen Masken, und zwar von ihnen beobachtet. Warum fragst du mich die Masken? Ja, womit er sagen will, warum gehe ich da nicht hoch als Minnesch und gehe in diese kleine Höhle, um zu fragen, um nach einem Tipp zu fragen, was ich jetzt machen muss als nächsten Schritt. 20. Ja, gut. Muss ich hoch? Okay. La 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 la, wir werden klein. Gut. Gehen wir hoch. Also Minnesch. La 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 la. Los, so. Alles klar. Der Bürgermeister ging neulich mit einem Buch unter dem Arm zu seinem Haus am See, zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen des Erdbebens, für ein Erdbeben, versperrt. Als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hat er es im Haus am See liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus am See gehen? Ich zeichne es für dich auf deiner Karte ein. Hier ist das, bitteschön. Okay. Ja, dann müssen wir dahin. Gut, gehen wir wieder runter und ja, machen uns groß und gehen zum Haus am See. Kennt ihr das Lied von Peter Fox? Ein Haus am See. Ja, das war, was ich sagen wollte. Ich frage mich jetzt nur, wie wir da nochmal hinkamen. Wie ich da nochmal hinkam, also wie man da überhaupt nochmal hinkommt. Glaube irgendwie hier lang. Bin mir aber nicht sicher. Doch, ich bin mir sicher, sehr sicher sogar. Sicherer geht's gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Oh ja. Und da können wir uns auch gleich hier eine Schatztruhe holen, und zwar die. Mit einem Glücksfragment. Ist hier noch einer? Ne, hier sonst mehr. Alles klar. Dann können wir gleich Gebrauch von unserem neuen Item machen. Das war für den Graberhandschuh. Peng. Ja. Hier gibt es allerlei schöne Sachen, wie diese Schatztruhe. Na, geh auf. Glücksfragment erhalten. Nein, nicht. Doch, ja. Ja, das ist natürlich eine Falle. Gut. Hier geht's hoch. Ich gehe mal hier lang, was es hier so gibt. Nichts. Oh. Nein, 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 stopp. Alles klar. So, hier. Die Dinger sind äußerst wichtig für ein Nebenquest, welches ich ab und zu mal machen werde. Ja, der Typ da zum Beispiel. Der wird jetzt dadurch stärker und kann jetzt durch diese Höhle. Ich fühle mich so stark. Ja, jetzt geht die auf. Und dann geht er rein, da ist dann noch eine Wand. Da müssen jetzt aber zwei rein. Also mit der nächsten wundersamen Wand, mit der wir Fragmente vereinen, kommt noch einer dazu. Dann bei der nächsten Wand müssen es vier sein, müssen wieder zwei dazu kommen. Und so weiter, bis wir bei der letzten Wand sind und dahinter ist eine Schatztruhe. Und da ist, ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich glaube, eine Flasche. Ja, das ist auch dazu dann da, hauptsächlich. Ja, hier ist schon das Haus am See. Wir, Moment mal, ich glaube, das ging. Nee, so ging das nicht. Ja, wieder Pegasus-Stiefel. Gut. Wir müssen uns klein machen. Nee, Moment mal. Naja, na, bleib ich auch noch da. Ich will noch mal kurz ins Haus gehen. So. Na. Ja, leg, leg, leg. Oh Gott, nee. Tut mir leid. Ah. Ja, hier ist das Haus. Und hier will ich nur kurz nochmal diese Notiz lesen. Notiz von Hager. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen. Ja, das ist ein sehr unauffälliger Hinweis. Gut. Ja, dann müssen wir so Muschel auch noch mitnehmen. Gut, gehen wir wieder raus. Wir sind schon draußen. Kleine. Und rein. Genau. Ich habe mal gesagt in irgendeinem Teil, ja, da kommen so viele Gegner. Hier kommen diese ganzen Gegner, aber auch nicht auf dem Hinweg, sondern auf dem Rückweg. Kommen da so viele Wespen. Der Hinweg ist einfach.
Ja. Und da ist sogar diese Schatztruhe von dem Fragment. Glücksfragment, yeah. Gut. Oh, perfekt. Perfekt aufgepasst. So, wir haben ja die Krafthandschuhe, also machen wir davon Gebrauch. Ich bin einmal, das Buch, ja, habe ich runtergeschmissen, wo ich das erste Mal auf dem Gameboy durchgespielt habe. Game Advance. SP. Ja, bin ich wieder nach Stadtteil gelaufen, ohne dass ich jetzt das Buch mitgenommen habe. Oh Gott, ey, muss ich wieder zurückrennen. Naja. Ich habe übrigens diesen Game Boy Advance SP, diesen goldenen, diese Special Edition, Limited Edition. Ja, wo gleich Zelda dabei war. Okay. Ja, das waren dann noch diese Wespen, die ich meinte. Und jetzt nicht vergessen, ins Haus zu gehen. Gut. Ja, das dürfte mir nicht passieren. Das würde ein bisschen länger dauern dann in einem Let's Play. Steht alles über Masken. Ja. Wir haben es geschafft, so das zu holen. Jetzt können wir auch gleich schneller machen, so. Nein, du kriegst mich nicht. Gut, doch. So, gehen wir zur Stadt. Und ja, möchte ich bitte. Gut. Alles klar, ist klar, ist klar. Da ist ja das Buch. Alles über Masken. Lange überfällig. Der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht sehr schwierig, das Buch zurückzubekommen? Geht. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, Leid. Nun gut, du warst eine große Hilfe, Leid. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich tosenden Beifall. Yeah! Okay. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. Wadaorko, würdest du dich bitte darum kümmern? Genau, der hört es, obwohl er im ersten Stock ist. Hier bin ich, ist schon so gut wie erledigt. Ja, der trägt sie mit seinem Kopf fort. Und rennt wie ein Wilder, als wenn er Pegasus-Stiefel hätte. Hat er aber nicht, die habe ich. Aha. Das Bücherregal ist wieder ordentlich, wunderbar. Sieh dich in Ruhe um. Das werde ich sogleich tun. Mache ich erstmal mich hier. Nee, klein. Okay. Na, 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 na. So, alles klar. Gehen wir uns erstmal, ja genau, holen wir uns erstmal hier 50 Rubine. Hey, na sowas, die Bücher sind alle wieder da. Ist ja formidabel. Wieder zu Lexia hier. Wie, du hast die Bücher wieder hergebracht. Danke. Alles Zeichen meines Dankes. Nimm das hier. Ja. Großen grünen Rubin erhalten. Und haben wir jetzt eigentlich das dafür? Ja, haben wir. Büchereimisch. Die beiden Fragmente passen perfekt. Ups, Entschuldigung. Ja, jetzt kommt es erst der erste, ja, ein goldener Gegner. Der hinterlässt dann, ich auf die Schlange, hinterlässt einen großen blauen Rubin. Und ja, die sind eigentlich einfach zu bekämpfen, was jetzt nichts Schwieriges. Naja. Okay, klettern wir über Tierlexikon der Tierwelt und so weiter. Okay, gehen wir zu Lexa, dem Büchereimisch. Nein. Ja, bringt was, genau. So, mit dem hier Fragmente vereinen. Alles klar. Beide Fragmente passen perfekt. So. Was passiert hier? Ja, Schatztruhe, oder? Nee, goldene. Ja, jetzt kommen goldene Käfer im Überfluss. Fluss. Ja, Ruine des Windes. Okay, da hast du gepasst. Ich denke, es geschieht etwas Gutes. Leute, ich mache hier einen Schnitt und freue mich auf den nächsten Teil. Bis dann. Tschüssi.